Hi, ich bin Astrid. Ich bin hier in Kitchener-Waterloo und wollte einfach euch ein bisschen was von der schönen Natur Kanadas mal wieder zeigen. Und bin jetzt hier bei der Conservation Area Laurel Creek. Hier sind ein paar kanadische Gänse, die schon gelandet sind. Es ist im Moment minus 7 Grad, also schon recht kühl. Wobei es aber im Laufe des Tages dann endlich wärmer werden soll, sogar plus 7 Grad. Heute ist der 18. März und dieses hier ist die sogenannte Conservation Area Laurel Creek. Also ja, so wie ich es verstanden habe, ein Naturschutzgebiet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch ein Platz, gerade hier hinten, da hinter den Bäumen, wo Menschen im Sommer zelten, campen können und einfach ja, mal die Natur spüren können. Gut, so, also mein Bestreben mit diesem Video ist einfach, euch ein bisschen was von der Natur zu zeigen. Deswegen der Rundblick auch. Ach so, wichtig, interessant finde ich es, dass was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich im Sommer ein See. Ne? War halt mal baumbewachsen, wie wir an den Baumstümpfen sehen. Das wird im Sommer voller Wasser sein. Hier ist dieser kleine Fluss, ne, dieses Laurel Creek eben, also Creek für Bach. Und im Winter wird es einfach leer gezogen und im Sommer wieder mit Wasser gefüllt. Gut, jetzt die andere Seite, da wird es dann auch gleich windiger. Ich hoffe, dass das vom Ton her okay ist. Gucken, wie ich mich da hinstellen muss, dass es ein bisschen schützt. So, vielleicht so, was wir hier sehen, sind die Überlandstromleitungen, die es hier extrem viel gibt. Und ja, ich finde es einfach mal auch interessant, diesen Unterschied auch zu uns in Deutschland zu sehen. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwie gut, schlecht ist oder so. Das ist erstmal wertfrei. Ist einfach interessant. Ja. So, was denn noch? Was Interessantes? Jetzt fährt hier gleich ein Auto vorbei. Ja, Straße ist eine kleine, ganz normale Straße, die einfach hier so, ja, in der Stadt ist. Ne? Es ist durchaus in der Stadt hier gerade. So, ja, dann hoffe ich, dass dir mit diesem Video du ein bisschen was von der Natur Kanadas gesehen hast, erlebt hast. Ich würde mich freuen, wenn du wieder in den Kanal reinschaust oder, um es dir leicht zu machen, ihn abonnierst. Astrid.